Servus, da ist der Michael von Eisenfunk. Wir sind schon super aufgeregt. Wir haben die ersten Festival- und Konzertzusagen für nächstes Jahr. Was genau im Detail werdet ihr noch hören hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir hatten ja letztens so ein kleines Sit-in beim Arthur zu Hause. Ein kleines Barbecue mitten irgendwo in Bayern. Das haben wir euch ja live gepostet. Ihr habt gesehen, wir sind... Die alten Gesichter sind wieder da und wir haben noch René mit dazu gepackt. Wir sind künftig zu viert, auch auf der Bühne. Und bei der Gelegenheit ist uns dann so aufgefallen, naja, wir haben ja 11 Jahre nichts gemacht. Wie geht's denn unserem Bühnenequipment? Das ist mein Keyboard. Es hat etwas gelitten in Arthurs Keller in den letzten 11 Jahren. Aber das Wichtigste ist... Na, wo ist er? Und das Tolle ist, wie man sieht, es funktioniert noch. Es ist ein wunderschönes MIDI-Keyboard, mit dem ich mein MacBook ansteuere. Und ja, es fehlen so ein paar Tasten, aber so prinzipiell, na, es funktioniert. Wenn ihr euch wundert, weil ich ja immer Katzenhaare auf allen meinen Klamotten habe, das ist der Übeltäter. Also einer von zwei. Das ist der Clyde. Ja, das ist ja mein MIDI-Eingabebrett für alles, was ich so auf dem Konzert tue, auf meinem MacBook. Aber hier fehlen ein paar Knöpfe und da fehlen ein paar Knöpfe und es ist ein bisschen schmutzig und die Tasten sind vor allen Dingen vergilbt. Also das ist jetzt nicht irgendwie Weißabgleich der Kamera, die sind so gelb. Ne? Und da muss ich natürlich ein bisschen was tun, weil ich möchte kein neues Keyboard. Also dieses Keyboard hat mich jahrelang auf jedem Live-Konzert begleitet und wenn ihr euch an das Video Pong erinnert. Sag bitte, so gut ausschaut. Ja. Gut, das Ding ist schwer. Dann ist das genau das Keyboard, mit dem ich den Pong abgewehrt habe. Es war mit mir auf sämtlichen Bühnen dieser Welt. Warum sollte ich also ein neues Keyboard beschaffen? Ich mag mein Keyboard und das Tolle daran ist, es ist nicht so ein Kunststoffscheiß. Das ist nämlich aus Alu und oh, es ist fest und toll, etwas schmutzig, aber... Und ich will dieses Keyboard, das hat ganz tolle Erinnerungen. Ich meine, also hier der Eisenfunkaufkleber und wenn ihr hier guckt, das sind so Klebestreifen von Gaffer-Tapes. Hier hatte ich auf dem Konzert immer die Setlist, also sprich die Lieder, die wir spielen werden an dem Abend. Die hatte ich hier immer mit Gaffertape drauf und das mag zwar jetzt alles ein bisschen schäbig aussehen, aber das sind gute Erinnerungen. Auch Clyde gefällt es unbandig. Stimmt's, kleiner Kater? Ja, ich interpretiere das als ja. Und ich denke, ihr versteht, dass ich kein neues Keyboard möchte. Und diese Erinnerungen, die will ich mitnehmen, weil dann geht es mir noch besser bei den Konzerten und wir können noch geiler performen und wir werden sau viel Spaß haben. Und deswegen muss ich dieses Keyboard jetzt herrichten. Also da komme ich gar nicht drum rum. Nicht wahr? So, das machen wir jetzt zusammen. Und so ganz nebenbei, während ich dieses Keyboard für euch herrichte, bekommt ihr den dritten Preview. Also wir hatten ja jetzt dieses... erste Video, wir sind wieder da. Da ist ein kleiner Preview von Stammeskrieger dabei. Das zweite Video von Arthur aus dem Garten, irgendwo in Bayern. Das war der zweite Song mit einem kleinen Preview. Und also das war Super Action Handlungsheld. Und nun kommt der dritte Preview, während ich dieses Keyboard wieder bühnentauglich für die Zukunft machen werde.
Hey, gib mir mal den Hammer. Ich halte das für keine gute Idee. Halt die Fresse, gib mir den Hammer. Hey, gib mir mal den Hammer. Ich halte das für keine gute Idee. Halt die Fresse, gib mir den Hammer. Die Fresse, gib mir den Hammer. So, mein lieber Schwan, das ist ja wie früher. Das war ja gar nicht von Eisenfunk. Und das funktioniert sogar noch. Vom Feinsten. Was machen wir denn Feines? Eine Hand muss immer frei bleiben auf der Bühne, die ist für die Fistpump. Ich verspiel mich für euch, damit ihr seht, dass das Keyboard funktioniert.